Durch die Zusammenarbeit mit der A&M haben wir es geschafft, innerhalb von 4 Wochen einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Unerwartet schnell, aber natürlich sehr gut. Hallo, ich bin Steve Wild, ich bin Geschäftsführer und technischer Betriebsleiter der Firma Carpenta. Mein Name ist Volker Sennewald, ich bin Geschäftsführer der Carpenta GbR. Wir sind eine Zimmerei, seit 2,5 Jahren auf dem Markt und versuchen die Firma zu vergrößern, auch mit Hilfe der A&M. Die Herausforderung, bevor wir zu der A&M gegangen sind, war natürlich wie bei vielen mittelständischen Unternehmen einfach nur der Fachkräftemangel, Mitarbeitergewinnung. Und dabei konnte uns die A&M auf jeden Fall sehr, sehr professionell unterstützen und war auch sehr hilfreich zugange, was vor allem das Arbeiten mit den Online-Plattformen betrifft. Also die speziellen Herausforderungen und Probleme, die den Personalmangel betreffen, sind natürlich, dass wir die Baustellen nicht mehr, naja, in Anführungsstrichen rechtzeitig ausführen konnten, dass wir teilweise Kunden ablehnen mussten, weil wir gar nicht mehr die Kapazitäten haben. Und wir wollten natürlich gerne unser Unternehmen auch vergrößern und dafür brauchen wir natürlich Mitarbeiter. Die A&M ist auf uns aufmerksam geworden beziehungsweise hat uns angerufen. Am Anfang dachte ich, wer ist das jetzt ehrlich gesagt? Was wollen die uns verkaufen? Brauche ich wahrscheinlich nicht. Aber im Laufe des Gesprächs, muss ich ehrlich sagen, hat sich dann langsam herausgestellt, die hatten den Finger auf einer Wunde beziehungsweise auf einem Sachverhalt, wo man sagt, da drückt eigentlich jeden wirklich der Schmerz bei der Mitarbeitergewinnung, bei der Mitarbeitersuche. Und da haben wir dann gemerkt, Mensch, warum soll man sich jetzt der Sache verschließen? Das hört sich wirklich sehr gut an. Und so sind wir dann auch weiter zu dem Beratungsgespräch gekommen. Das erste Beratungsgespräch mit dem Alex war auf jeden Fall für uns extrem aufschlussreich, gerade was den Bereich Social Media und die Mitarbeiterwerbung auf diesen Plattformen betrifft. Hat uns auch erstmal die Augen geöffnet, dass überhaupt sowas möglich ist in dem Maße, wie es jetzt auch geschehen ist. Der Ablaufprozess der A&M war für uns natürlich absolutes Neuland. Es wurde uns sehr gut vorher erklärt. Aber trotzdem, selbst wenn es erklärt wird, bedeutet das ja nicht, dass man sich damit identifizieren kann, beziehungsweise dass man trotzdem weiß, was auf einen drauf zukommt. Es wurden jeden Tag gefühlt, habe ich auf meinem Handy gesehen, kamen E-Mails von der A&M, was ich sehr gut fand. Also es waren immer die Erinnerungen, ihr habt ein Gespräch anstehen oder bitte tragt eure Tabelle nach. Und das fand ich sehr gut. Also man hat gemerkt, die sind der Sache wirklich hinterher. Da stecken gute Strukturen dahinter, die recht gut gefestigt sind, auch gut durchdacht waren, die auch immer wieder nachgebessert werden. Und das hat uns auch geholfen, dann wirklich da eine gewisse Routine zu finden und zu sagen, hey, das läuft wirklich gut im Hintergrund. Im Gesamtkonzept, wie es vorher erklärt wurde, kam das dann sehr, sehr, sehr gut rüber und sehr glatt, sage ich mal. Grundsätzliche Abneigung gegen die Zusammenarbeit mit der A&M waren vielleicht erstmal, dass es was komplett Neues für uns war, dass wir uns mit sowas noch nie auseinandergesetzt haben und wahrscheinlich auch nicht hätten, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ja, der Preis hat uns am Anfang auch erst ein bisschen abgeschreckt, sag ich mal, aber im Nachhinein war es absolut gerechtfertigt. Also die Leistung mit der A&M haben wir tatsächlich anderen vorgezogen. Das lässt sich meiner Meinung nach recht kurz beantworten. Es war einfach, wie man so schön modern sagt, es war für mich persönlich, war es einfach nur smarter. Es war modern gedacht, es war jung gedacht. Es war wirklich in dieser Jugend, die waren in dieser jugendlichen Bewegung drin, sage ich einfach mal so salopp, ja, in diesem ganzen Social-Media-Welt, wo wir vielleicht auch durchaus ein bisschen versteift sind. Man nutzt es wirklich nur am Rande und die waren wesentlich tiefer drin. Das hat man sofort gemerkt. Vorteile bei der Zusammenarbeit mit der A&M war allen voran genannt, meiner Meinung nach ist wirklich, wir hatten wenig Aufwand damit. Wir hatten wenig Arbeitszeit, wir mussten uns damit nicht erst ewig reindenken. Das kostet ja wirklich Arbeit, das bindet wiederum unsere Kräfte, die wir nicht woanders einsetzen können. Das hat wirklich sehr geholfen. Ein weiterer Vorteil durch die Zusammenarbeit mit der A&M war zum Beispiel, dass unsere Firma jetzt eine Facebook-Seite hat. Wir da auch relativ wenig Arbeit damit hatten, aber uns jetzt präsentieren können auf einer Plattform. Natürlich der größte Vorteil, wir haben einen neuen Mitarbeiter gefunden durch die Zusammenarbeit. Wir können also unsere Firmenstrukturen weiter ausbauen und können damit arbeiten. Also am überraschendsten für uns war auf jeden Fall die Tatsache, dass die Sache an sich so funktioniert, dass die Resonanz unerwartet hoch war, muss man ehrlich zugeben. Und wir dann sogar ja auch jemanden gefunden haben. Also gebe ich ehrlich zu, hätten wir wahrscheinlich am Anfang nicht gedacht. Ich hatte schon sehr viele Gespräche mit Selbstständigen, mit quasi mehr oder weniger Kollegen auch. Und habe denen auch sofort die A&M empfohlen, habe denen gesagt, wirklich, das hat bei uns gut geklappt.
Schaut euch das mal an, setzt euch mit denen mal auseinander. Das ist ein sehr interessanter Sachverhalt. Musst du ja nicht machen, aber es ist auf jeden Fall interessant, davon gehört zu haben.